Von Beginn an wurden Jugendliche in einem gemeinsamen Format beteiligt. In einem Ideathon Ende 2020 kamen dafür 16 Jugendliche, junge Erwachsene und Mentoren zusammen und diskutierten über ethische Richtlinien und die praktische Umsetzung des Jugendverstärkers. Alle Teilnehmenden sind aus der Jugendhack-Community, wo es darum geht, dass Jugendliche ihre eigenen Anwendungen programmieren, die für sie nutzbar sind und gesellschaftliche und politische Anstrengungen verbessern. Die Jugendlichen im Ideathon konnten entscheiden, ob sie sich mit technischen oder ethischen Aspekten auseinandersetzen möchten. Und die Ergebnisse der technischen Diskussion sind, dass das Tool gewährleisten muss, dass Minderheiten gehört werden, dass ungefragte Erfassen und Analysieren von Daten nur unter bestimmten Voraussetzungen zulässig ist. Zum Beispiel sollen keinerlei persönliche Daten gespeichert werden und das Erstellen von Profilen war auch nicht erwünscht. Und die Informationen, die auf einzelne Nutzer schließen lassen, können anonymisiert gespeichert werden.